Hattest du mehr als zwei Käfer? Don't you guys let up? Natürlich. Ready? Very careful. Found your weakness. Tiger blade. Sonic, are you okay? Ich würde echt nicht in einer Welt leben wollen, in der so riesige Marienkäfer rumfliegen, auf die man 20 Mal draufkloppen muss mit dem Schwert, bevor die kaputt gehen. Das wäre schon irgendwie gruselig. Es sei denn, es wäre die Pokémon-Welt, dann können wir drüber reden. Here comes more of them. Das ist Ladybar wären. Ganz andere Nummer. I was just warming up. Aber einfach nur wilde Marienkäfer. Nee. Oh, du hast Beine. Du hast Beine. Beine. Let's get started. Ja. Top, hop, here we go. I'll help. Ray thrust. Fireball. Demon Found Fang. Weakness. Demon Fang. Das war sehr schwach. Kann man sich nicht irgendwie mehr versprochen. Whoops. Ist sie doch auf die Fresse gefallen. I was just warming up. Aber wir haben eine Trophäe verdient bei Steam. Unisono-Angreifer. Schick. Und weiter geht's. Let's get started. Oh, wer seid ihr? Erstmal umschubsen. Are you okay? Sonic. Demon Fang. Auf den Mario. Thanks. Dann auf die Archer. Oh, ich hab schon das Gebiet verbraucht. Ups. Hat Spaß gemacht. Ich alles rausspammen. Hat er mich getreten? Pretty good, right? Hat er. Das gesehen? Was ist los, Colette? Bist du etwa schon satt? Fühlst du dich wohl? Ja, das ist es nicht. Ich habe nur gedacht, dass es eine Menge Essen ist. Wirklich? Aber du hast doch weniger als sonst genommen. Macht euch keine Sorgen. Ich werde bestimmt alles aufessen. Ja, wir passen auf dich auf. Hallo. Will die Sachen, die hier rumliegen, keiner mehr haben? Miau, die Sonne tut gut. Ich möchte auf der Stelle ein Nickerchen halten. Okay. Tach. Wenn ihr Passierscheine wollt, das macht 100 Millionen Gold pro Person. Was? Was soll das denn für ein Preis sein? Das ist Wucher. Ruhe, Junge. Damit du es weißt, ich hasse Männer. Das bedeutet, dass sogar die Pilger der Kirche von Martell hier nicht passieren können. Oh, was für eine Schönheit. Wenn du auf Pilgerfahrt bist, solltest du die Ruinentour von Asgard im Reisebüro in Asgard buchen. Hey, du steckst mit der Reiseagentur unter einer Decke. Oh, halt den Mund. Wenn du kein Geld hast, dann raus hier. Das ist eine sehr alte Schrift. Oh, meine wunderschöne Maid, du hast ein gutes Auge. Das hier habe ich der Auserwählten abgekauft. Es ist eine sehr seltene Schrift, die die Legende des Spiritua enthält. Ich versuche schon seit Jahren an dieses Buch zu kommen. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, dass Doris jemals herausgeben würde. Ich kann mich glücklich preisen, dass die Auserwählte bereit war, sich davon zu trennen. Gib es uns, oder lass uns zumindest mal reinsehen. Du beliebst durch Herzen, warum sollte ich es euch zeigen? Ach komm schon, Colette ist die Auserwählte. Abo. Halt, sonst halten sie uns noch für Betrüger. Die Auserwählte?
die außerordentliche Anhängerin der Auserwählten. Sie möchte die Gegenstände sehen, die der Auserwählten gehört haben. Colette ist eine treue Anhängerin und versiert in der Sprache der Engel. Das stimmt. Ich habe die Sprache von klein auf studiert. Nun, wenn es für euch so wichtig ist, dürfen die Jungfrau und die Schönheit einen Blick darauf werfen. Mehr als alles andere in der Welt möchte ich die Spiritua-Statue besitzen, die im Haus des Heils ausgestellt ist. Wenn ihr sie mir bringt, zeige ich euch das Buch. Du bist so geizig, als ob es dich etwas kostet, uns einen Blick in das Buch werfen zu lassen. Halt den Mund, verschwinde von hier, wenn du weder Geld noch die Statue hast. Hat er nicht gesagt. Was ist hier los? Oh, weißt du es nicht? Ihr werdet gut dran tun, eine Weile hier zu warten. Ihr solltet euch auf jeden Fall von Palma Costa fernhalten. Ist in Palma Costa etwas vorgefallen? Die Designs scheinen auf dem Vormarsch nach Palma Costa zu sein. Was? Der Leiter der nahegelegenen Menschenfarm soll auch unter ihnen sein. Magnus. Ich werde hier warten, bis die Dinge sich etwas beruhigt haben. Ihr solltet auch für eine Weile eure Reise einstellen. Nein! Wir gehen helfen. Was hat dieser materialistische Typ nur für ein Problem? Oh meine Güte. Was ist, Professor? Ich kann nicht glauben, dass du das Wort materialistisch kennst. Professor, du hast es sogar richtig angewandt. Einfach fantastisch. Sie müssen mich nicht so loben. Aber das ist ein Wunder. Ich werde schon ganz rot. Neut, sie nimmt dich auf den Arm. Halt die Klappe. Aua. Gönn Leute das doch auch mal. Mann. Können wir schon die Statue mitnehmen oder müssen wir erst nach Palma Costa? Ich weiß es nicht. You're going down. Au. Au, au. Please stop eating me. Dann können wir gleich nochmal schlafen, dann sind wir wieder geheilt. Na komm. Und was heißt, dass für mein Symbol da unten so leuchtet? Bin ich dann in Rage? Hohe Combo? Ich hab keine Ahnung. Ich verstehe das Spiel nicht. Aber es ist toll. Das ist die Hauptsache. Hallo, ich hätte gern eure Statue und würde gern hier übernachten. Die Statue der Spiritua? Ja, diese hier. Allerdings ist der Priester momentan nicht da. Kommt also später wieder. Okay. Das kann ich mir doch niemals merken. Ein Bett. 100 Gold. Na gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir noch haben. Muss gleich mal nachschauen. Auf Wiedersehen. 2600. Wir speichern mal zwischen, vorsichtshalber. Man weiß ja nie, wann ich wieder sterbe. Wir sind noch nicht mal bei 6 Stunden. Das Spiel ist noch ganz schön lang. Diese Designs! Wenn sie Palma Costa Probleme verursacht haben, werden sie dafür bezahlen. Lloyd, beruhige dich. Was ist denn los? Als ich Iselia verließ, habe ich geschworen, die Designs aufzuhalten. Wenn du den Kopf verlierst, führt das nur zu armseligen Entscheidungen. Oh, sei einfach ruhig. Lloyd, deine Gefühle sind immer aufrichtig und ohne Arglist. Trotzdem ist das kein Grund, die Ratschläge deiner Gefährten zu ignorieren. Aber ich... Wir machen uns auch Sorgen um Palma Costa. Aber wir machen uns auch Sorgen um dich, verstehst du? Tut mir leid, ich hätte mich nicht so verhalten dürfen. Schon besser. Aber ich bin wirklich diejenige, bei der du dich entschuldigen solltest? Kratos, ich war im Unrecht. Entschuldige.
Schon in Ordnung. Wir sollten uns jetzt auf jeden Fall nach Permacosta umsehen. Wir werden uns beeilen, aber auch vorsichtig sein. Genau. Let's go! Permacosta. Hey, hey. Du, was bist du? Let's go! Warum frage ich eigentlich noch? Es sind immer Marienkäfer. I was just warming up. Kann man eigentlich schon was anderes kochen? Ich glaube, KP und TP zusammen ist nicht verkehrt. Du darfst es kochen. Irgendwann haben wir auch genug Geld, dass wir Zutaten kaufen können. Was ich eben sagen wollte, wir sind noch nicht mal bei 6 Stunden. Das Spiel ist noch so lang. Ich hoffe, wir finden unterwegs noch ein paar Zuschauer. Also ich spiele es auch gern für dich, Ikarus. Das ist überhaupt kein Thema, weil ich habe auch Spaß dran. Die Frage ist nur, wie lange macht das zu zweit viel Spaß? Ich muss mal ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren. Und damit hallo an alle anderen, die nicht Ikarus sind. Schön, dass ihr da seid. Wer seid ihr? Schreibt das doch mal drunter. Echt, hey, außer ihr seid Zuschauer, dann come back, please. So, jetzt retten wir erstmal Permacosta. Let's go. Sieht auch ziemlich friedlich aus hier. Hier nicht. Out of the way. Lord Magnius approaches. It's Magnius from the Eastern Ranch. Oh no. That's Lord Magnius, Vermin. Das war ein Genickbruch. This woman defied the wishes of the great Lord Magnius and refused to provide us with supplies. Therefore, while the designated death count has been exceeded, we have been granted orders to carry out this woman's execution. Oh shit, das ist Schokolade, ne? Damn it! Why isn't the city militia doing anything to stop this? Oh, die Mutter. Most of them are out on training exercises right now. The Desaians must have waited for this opportunity. Slimy jerks. Mom! Die Mutter. Stop right there, woman. If you interfere, we'll make you suffer in ways that will leave you begging for death. You think Governor General Dor will let you get away with this? Dor? Don't get your hopes up, woman. No! You disgust. Disgusting little vermin! Stop right there! Nice. Demon Fang. Lloyd, stop. Do you want to turn the city into the next Isalia? Nicht, wenn keiner mit dem Leben davon kommt. It's not the same. This city doesn't have a non-aggression treaty with the Desaians. How can we go on a quest to regenerate the world if we can't even save the people standing right in front of us? Lloyd's right. I won't just stand here and let this happen. You! You're wanted criminal number 0074, Lloyd Irving! Well now,
So you're that boy with the X-Sphere. This is perfect! After I take that X-Sphere from you, they'll make me the leader of the five Grand Cardinals. Get them! Yeah, get us. Please. What? Amateurs. Damn it! You worthless idiots! Enough of this! I'll take care of this woman first! Nine! No! What the? Nice. Let us respect the wishes of the Chosen. The Chosen? She is the Chosen? The Chosen herself has come to save us? Do you all realize what you're doing? If you defy the Desaians, this city may be attacked just like Hisalia. That's right. And I know full well what I'm doing. I won't repeat the same mistake again. I'll destroy them all. The entire ranch! Lloyd, that's insanity. Ich halte das für einen guten Plan. They're only after Colette and me anyway. And besides, we have the Chosen on our side. The savior who will regenerate the world. Right, Colette? Yep. I'm going to fight for everyone's sake. Oh, Lady Colette, the great Chosen of Mana. I give up. You're all hopeless. But I'll help, since I'd be worried about you otherwise. Professor Sage, thanks. Bitchin'. Let's go. Damned little... Enough of this crap! I'm leaving them to you. Get rid of them! Ja, komm, ich will kämpfen. How dare you lay a hand on Lord Magnius? You're all dead! Wir waren noch zu dritt. This is gonna be a piece of cake. Von Aufnahme zu Aufnahme weiß ich immer nicht mehr, ob ich alle angucken will oder nicht. There. Ah, hier kommt nix. Beast. You ready for this? Beast. Get him. Okay. Are you okay? Sword Blade! Demon Fang! Right! Let's go! Ah, nix. I was just warming up. Koch mal für uns. Lecker. Thank you. Thank you so much for saving my mom. I don't know what I would have done if they'd murdered my mom as well. As well? My husband volunteered in Governor General Dor's army. And was killed in a battle against the Desaians. And my mother was taken to the ranch. We have to protect it. Not just for ourselves, but also for Grandma's sake. For when she returns. That's also the reason why I work at the Church of Martell Travel Agency. But it's not like I believe in Martell or anything. Shogala, how can you say such a thing? I know. I know. I'm grateful for the Chosen. Even this time, it wasn't Martell, but the Chosen and her companions that saved Mom. How can anyone believe in a goddess that sleeps while we suffer? I understand, but I still think Martell exists. You think? I'm sure of it. She exists inside you and me. Aww. Well, if the Chosen says so, then I'll at least try to believe. Anyway, I better get going soon. It's almost time for the next Asgard pilgrimage. Are there really people that want to go on a trip right after what just happened here? It's after events like this that both those with and without faith feel the need to go on a journey in search of salvation. That pretty much sums it up. Well then, thank you all very much. Wir sind Helden. Zwergenregeln. Ja, Mann, Zwergenregel Nummer 1. Arbeitet gemeinsam im Sinne einer friedlichen Welt. Zwergenregel 2. Weise niemanden zurück, der deine Hilfe benötigt.
Zwergenregel 4. Es gibt keine Zwergenregel 3. Und verlass dich nicht auf andere. Steh auf eigenen Füßen. Zwergenregel 7. Das Gute und die Liebe werden immer siegen. Was soll dieses dumme Buch hier? Das ist das beste Buch. Das beste. Ich will ein T-Shirt mit den Zwergenregeln. Das wäre so cool.